So, hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Android-Tutorial. Und jo, heute wollte ich euch mal zeigen, wie ihr, auch wenn ihr bei YouTube oder Google halt allgemein angemeldet seid, privat surfen könnt. Das heißt, dass niemand euren Verlauf sehen kann. Und jo, ich werde euch heute zeigen, wie das geht. Er geht zuerst auf Google, also ich weiß nicht, ob es bei Firefox und so genauso ist. Und dann geht ihr halt auf die Google Website. Oder halt bei Firefox, wenn es geht, ihr könnt es hier mal ausprobieren. Dann geht ihr halt auf Google. So, und jetzt seht ihr, ich bin angemeldet, also als Mr. Rix du halt, gell, wie ihr es kennt. Und ich habe drei Nachrichten, geil. So geht ihr auf euer Profilbild. Und dann, ich weiß jetzt auch nicht, ob es mit Computer geht, ich glaube, es geht nur für Android. Seht ihr hier also euren Account und darunter Inkognito-Modus. Und jo, da geht ihr drauf. Privat surfen und so. Und dann könnt ihr euch hier das durchlesen. Da steht aber nur drin, dass da euer Verlauf halt nicht sichtbar ist. Und das will ich euch jetzt mal zeigen. Ich gebe jetzt hier zum Beispiel ein YouTube und los. So, jetzt gehe ich schnell auf YouTube. Was? Ach so, YouTube geht nicht. Egal, jetzt müsste aber eigentlich in Google, also müsste da Suche, Google Suche stehen. Und da steht nur das Anmelden, dass wir uns in den Inkognito-Modus gemacht haben. Warte, ich zeig's euch jetzt nochmal anders. Was könnte ich denn mal machen? Ich gebe jetzt einfach mal ein GTA, nicht GRA. G. Es ist gerade ein bisschen schwierig mit einer Hand zu simsen. Zu schreiben, so GTA einfach mal. Jetzt auf das erste Grand Theft Auto Wikipedia. So, jetzt gehe ich auf Verlauf. Und da steht nichts von GTA. Das heißt, unser Verlauf wurde nicht gesichert. Und wenn ihr den Inkognito-Modus beenden wollt, geht ihr einfach hier auf die 1 oben und geht, schiebt den weg halt. So, dann könnt ihr hier wieder, Google Konten, seid ihr wieder da. Und dann könnt ihr halt wieder surfen und euer Verlauf wird sichtbar. Das beweise ich euch jetzt auch. Nochmal GTA. So, GTA. Ist jetzt nur ein Beispiel. GTA Wikipedia. So. So. Und jetzt ist der Verlauf sichtbar. Und Verlauf. Und jetzt steht da Wikipedia Grand Theft Auto. So. Das war das Tutorial, wie ihr auch angemeldet, begrenzt, also geschützt surfen könnt, dass niemand euren Verlauf oder so sieht. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Wenn ja, dann schreibt es mir in die Kommentare und von mir erstmal ciao.